Flügellogo und Edeloptik. Hyundais Nobelmarke Genesis entwickelt sich zum Bentley des fernen Ostens. Mit dem X-Convertible setzen Sie jetzt noch einen drauf. E-Fahrer.com hat das Konzeptfahrzeug für Sie gecheckt. Das X-Convertible soll einen Ausblick darauf geben, wie Genesis, also die edel Hyundais und Kias, in Zukunft aussehen können. Und dabei setzen die Koreaner vor allem auf ein bestimmtes Merkmal, nämlich zwei Striche. Und diese zwei Striche ziehen sich nämlich sowohl vorne als auch hinten einmal als Lichtsignatur über die Karosserie. Mein Highlight hinten ist dieser schicke Spoiler mit der elliptischen Einstellung. Der soll sogar gut für Aerodynamik sein. Wie man von anderen Genesis-Modellen kennt, gibt es statt klassischen Rückspiegeln hier diese elektrischen Außenspiegel. Und innen geht es weiter mit einem super schicken blauen Interior, Einzelsitze und ein zum Fahrer geneigtem Cockpit. In der Mitte gibt es wieder diesen Crystal Sphere, wie man ihn auch aus anderen Genesis-Modellen kennt. Optisch macht das natürlich was her, aber wie kommt man hier rein? Ganz ohne Türgriff. Mit dem Fuß nicht. Im Serienmodell, das eines Tages vielleicht kommt, soll man hier einfach per Touchscreen Eintritt bekommen. Ein wirklich besonderes Highlight des Genesis sind auch diese fetten Felgen. Die sollen nicht nur schick aussehen, sondern auch entlüften. Schicke Konzepte wie das Genesis X Convertible sind naturgemäß weit von der Serie entfernt. Mein Wunsch wäre aber, Genesis baut uns dieses coole Auto als E-Auto.